herzliches Grüß Gott aus dem Alle-Welt-Studio von Monsieur Österreich. Mein Kollege Christoph Lehrmeier und ich, wir freuen uns, dass wir ein letztes Mal für 2023 unser Alle-Welt-Magazin präsentieren dürfen. Schon die erste Ausgabe für 2024 mit einem sehr weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Thema. Ja, Weihnachten ist die Zeit der Herbergsuche, wie wir wissen. Und ich war an einem Ort, wo es auch um Herbergsuche geht. Und zwar in einem Dorf namens Malula in Syrien. Das ist das letzte christliche Dorf, in dem noch Aramäisch, die Sprache Jesu, gesprochen wird. Und ich habe da eine bewegende Zeit gehabt. Das Dorf ist durch die Hölle gegangen, muss man sagen. Es ist eingenommen worden, wir wissen alle, Syrien, 12 Jahre Krieg, von Islamisten. Ganz schlimme, schreckliche Szenen, die sich dort abgespielt haben. Und dieses Dorf, Sie sehen es hinter mir, ein idyllischer Ort. Ja, dort ist jetzt Hoffnung. Dort wächst Hoffnung. Die Christinnen und Christen kehren zurück. Eine begnadete Ordensschwester und ein Architekt haben sich gefunden und ja, bauen dieses Dorf wieder auf. Und darum geht es in dieser Reportage, die so... Malula ist ein Ort, an dem kommt man auch nicht so leicht. Ja. Ich habe das während des Krieges verfolgt, habe da eigentlich damals auch mir gedacht, das war in den Nachrichten auch nicht wirklich groß. Ja. Und Sie werden es lesen. Also das ist eine Geschichte, die, finde ich, sehr gut zu Weihnachten passt, weil sie Hoffnung vermittelt und weil sie zeigt, dass auch in Zeiten wie diesen, wo wir viel von Krieg umgeben sind, es ganz stark diese Hoffnung gibt. Und ich kann Ihnen auch garantieren, ich kenne die Geschichte schon, sie ist wirklich berührend und es ist eine Geschichte, die Sie sonst so wahrscheinlich nirgends lesen werden. Und weil wir auch von Hoffnung sprechen, es ist uns immer wichtig, dass Hoffnung ein großes Thema ist in der aller Welt. Ich war in Peru, in Lima und habe dort Mütter getroffen, die meistens alleinerziehend versuchen, irgendwie ihre Kinder, ihre Familie zu ernähren. Und ich habe Mütter getroffen, die Kinder mit einer körperlichen, mit einer geistigen Beeinträchtigung haben. Das heißt, sie vor noch größeren Herausforderungen stehen, weil sie keine Unterstützung vom Staat bekommen, weil sie alleine dastehen, genau, weil der Partner sie verlassen hat. Ganz, ganz schwierige Situation und Sie sehen sie im Hintergrund auch unter ja, geografisch schwierigen Bedingungen sind. Die wohnen auf Hügeln, die man nur über steile Treppen oder irgendwelche schmalen Pfade erreichen kann. Und Sie können sich vorstellen, wie schwierig das ist für Kinder, die sowieso Schwierigkeiten haben mit dem Gehen und so weiter. Und ich habe diese Frauen getroffen und ja, auch ganz spannende Geschichten und vor allem auch Geschichten der Hoffnung gehört, dass es wirklich auch Hilfe gibt für sie und vor allem für die Kinder, damit sie ja, diese Stufen da auch meistern können in der Zukunft. Ja, das sind ja die Reportagen, die alle Welt ausmachen, sei es aus Peru, sei es aus Syrien, sei es aus vielen anderen Ländern. Und wir haben noch etwas ganz Besonderes für Sie. Ein Weihnachtsspecial, wirklich. Weil wenn Sie sich oft denken, ah, da war doch irgendwann einmal diese Reportage in der alle Welt, die würde ich gerne nochmal lesen oder die würde ich gerne jemandem zeigen, Freunden, Bekannten. Man hat das Heft vielleicht nicht mehr. Ja, dann haben wir etwas für Sie. Und zwar einen neuen Online-Auftritt der alle Welt. Unter, wie könnte es anders sein, allewelt.at finden Sie einerseits viele Reportagen aus vergangenen Heften, optisch sehr schön aufbereitet, wie wir finden, hoffentlich auch Sie, aber auch Interviews, Gespräche mit Prominenten, Zeugnisse, die Prominente über ihren Glauben abgeben, all das auf allewelt.at. Einfach zum Nachlesen, zum darin stöbern, zum Verschicken an bekannte Freunde. Es ersetzt natürlich jetzt nicht die Printalle Welt. Sie haben da immer, also die Printausgabe immer exklusiv, immer neu. Aber quasi einfach mal zu dem, was in anderen, auch in früheren Ausgaben war, nachlesen, nachstöbern. Ich glaube, das ist ein schönes Angebot. Ganz genau. Und auch uns ist es so gegangen, dass wir einfach Reportagen plötzlich wieder ganz neu erlebt haben durch dieses Online-Format, also auch unterstützt durch Videos. Ja, Sie merken, wir sind sehr begeistert davon. Herzliche Einladung, vielleicht auch jetzt über die Feiertage, sich da mal hinzusetzen und einmal ein bisschen durchzustöbern und uns auch gerne wissen zu lassen, was Ihnen gefällt, was wir noch verbessern können. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz neues Produkt sozusagen und ja, wir sind
froh über alle Rückmeldungen und wir hoffen natürlich, dass es Ihnen genauso gut gefällt wie uns. Ja, wir danken ganz herzlich für Ihre Verbundenheit in diesem Jahr 2023 und möchten Ihnen auf diesem Weg eine gesegnete Weihnacht und alles Gute für das neue Jahr wünschen, mit der Alle Welt, die Ihnen hoffentlich auch im neuen Jahr viel Freude bereiten wird. Wir freuen uns schon.